So. Gute Schwingungen. So, du kannst mal ein bisschen aufräumen und dann gucken wir mal, wie wir deine Karriere weiter voranbringen. Vampirgeheimnisse? Lektion tollpatschig. Bonnie ist tollpatschig. Tollpatschige Sims versagen häufiger bei körperlichen Aktivitäten, zucken darüber jedoch nur die Schultern und lachen. Genau, sie ist ziemlich tollpatschig, das stimmt. Und sie kümmert sich weiter. Oh Gott, ist das Buch teuer. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn sie sich um ein bisschen darum kümmert, zu lernen, was ihre Art alles so kann. So. Lies mal lieber das Ding, anstatt irgendwelche doofen Bücher. Warum? Du sollst das lesen. Hallo. Komisch manchmal. So. Post bekommen, haben wir im Moment nichts. Okay, wir müssen auf jeden Fall sparen, damit der gute Mike ein Tablet haben kann und wir sollten definitiv irgendwie sowas wie einen Fernseher mal besorgen. Ich finde auch die Einrichtung nicht ganz so cool hier. Ich glaube, ich würde da gerne mal was ändern. Und zwar würde ich den Kamin ganz gerne hier hinräumen, dass wir hier Platz für den Fernseher haben. Schade, dass wir die Stereoanlage nicht auf den Kamin stellen können. So, das Ding verkaufen wir mal. Das können wir auch hier hinstellen und dann... Wieso? Wieso kann ich die Stereoanlage da nicht draufstellen? Menno. Ja, gut. So, dann haben wir schon mal... Ich kann die auch verkaufen eigentlich, oder? Verkauf die mal. Kaufen wir uns lieber einen Fernseher dafür. So. Wir haben echt nur Geld für einen Mini-Fernseher. Schade. So, Oberflächen. Irgendwas Kleines. Gibt's das denn noch dunkler? Leider nicht. So. Genau. Zack. Das müssen wir uns alles noch erarbeiten. So. Okay, eigentlich müsste sie jetzt... Sie müsste eigentlich weiterarbeiten. Wie wär's denn, wenn du... Ich glaube, die... Oh, Landschaftsgemälde. Ich glaube ja, dass die Gemälde schneller Geld abwerfen. Das heißt, wir lassen sie mal ein Gemälde malen. Und da ist sie direkt inspiriert. Ja, wir haben halt das Grundstücksmerkmal, dass man hier schneller inspiriert wird. Das wird uns sicherlich helfen. Ach, was male ich denn heute mal? Ich könnte natürlich auch wieder meiner Gefühlswelt Ausdruck verleihen, aber Landschaftsgemälde sind natürlich auch cool. Ach, ich weiß nicht, was könnte ich denn für eine Landschaft malen? Vielleicht eine atomverseuchte Wüste oder sowas. Ja, das wäre gut. Eine atomverseuchte Wüste mit einem mutierten Riesenschmetterling. Ach, ich bin so genial. Vor allem Bilder malen geht irgendwie auch ein bisschen schneller als Bücher schreiben, habe ich das Gefühl. Mike träumt von Spinnen oder so. Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Sollen wir hingehen? Ich glaube, da sagen wir zu. Da sagen wir zu. Weil das eine schöne Gelegenheit ist, um was zu trinken. Und wenn Bonnie ein Mensch wäre, könnte man das jetzt etwas anders interpretieren. Da, da, da. So. Okay, schmeiß dich mal in Schale.
Ei. Direkt mal Fotos machen mit dem Opfer. Ja, ihn haben wir ja bisher noch nicht ausgesaugt. Ja, guck mal, ich habe ein paar Fotos gemacht. So, mag er denn malen? Okay, sie wollen auf jeden Fall tanzen gehen. Ich denke, das kriegen wir hin. Tanz in der Runde. 1, 2 Wechselschritt. So, die gute Bonnie kann leider nicht so gut tanzen, aber sie versucht es einfach mal. Und dann hofft sie, dass sie später den guten, wie heißt der nochmal, Joaquin, später noch ein bisschen entführen kann. Vielleicht nimmt sie ihn ja sogar heute Abend mit nach Hause. Ihr seid perfekt mit euren Dance-Moves. Sehr geil. Kann man jetzt irgendwie Moves präsentieren? Ja, also das mit dem Tanzen ist natürlich für sie auch eine gute Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen, weil so geht sie ja auf Jagd. Auf Männerjagd. Aua, ne, schade, dass sie so tollpatschig ist. Sie ist auf jeden Fall der Star des Abends. Und es ist so praktisch, dass sie nie schlafen muss. Die Massen sind begeistert. So, ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen mit ihm in die Ecke verziehen. Ich würde gern... Haben wir einen Keller? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben eine obere Etage. Das sind die Toiletten. Zusammen hier hingehen. Mal, hier kann man sich doch hinsetzen, zusammensitzen. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Jungen ein bisschen flirten können. Ach ja, mir war gerade ein bisschen nach frischer Luft. Ich kann da drin nicht immer so gut. Okay, er will anscheinend nicht. Versuchen wir es nochmal. Jawohl. Manchmal vergessen die irgendwie kurze Zeit später, was sie sollen und wollen. Okay. Zusammensitzen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht können wir ein bisschen flirten mit ihm. Anmachspruch, knuddeln. Schauen wir mal, ob er Single ist. Joaquin. Ich bin froh, dass wir uns mal gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Okay, er weicht der Frage aus, oder was? Nee, er ist Single. Er möchte... Okay, ich will eigentlich schnell noch von ihm trinken. Bevor du dich verabschiedest. Junge. Boom. Fibna, Fina, Finzi Jongi, ah, Wanu, Sminchi, Bnata. Will er jetzt gehen oder will er nicht gehen? Es sah eben so aus. Romantik. Flirten. So. Sehr schön. Und dann rauch. Lecker. Und dann hauen wir noch einen kleinen Anmachspruch raus. Er ist jetzt wahrscheinlich sehr müde. Narfa Garsha. So, wir versuchen ihn mal so ein bisschen anzuflirten. Ach, ich finde dich ja eigentlich schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Das wäre cool.
aufreizend posieren, kann ihren gesamten Charme sprechen lassen. Oh, das findet er bestimmt geil. Ah, sehr schön. Noch ein bisschen flirten. Anscheinend will er nicht gehen. Hm. Ich finde diese Augen so genial, wie sie halt echt aussieht, wie so eine richtig creepy Jägerin einfach. Aber er ist hin und weg von ihr. Sie hat ihn sowas von eingewickelt. Aber gerade hat sie gar keinen Durst. Er fühlt sich unwohl, er ist müde, natürlich, weil sie von ihm getrunken hat. Oh, sehr schön. Wow, das war cool. So. Ja, das war doch ein gelungener Abend, würde ich sagen. Im Schrank rumschmusen. Oh, haben wir hier einen Schrank? Ah, der Schrank da. Ich dachte, das wäre ein Aufzug. Tja, da hat sie auf jeden Fall heute Abend endlich mal Glück gehabt. Und ihre erste Romanze angefangen. Und der gute Jean-Claude, auch wenn er einen komischen Namen hat, wird definitiv ein regelmäßiger Blutlieferant für uns. Das ist doch fein. So, der dürfte jetzt auf jeden Fall hin und weg sein. Aua, du stehst auf meinem Fuß. Oh, pass auf, dein Finger ist in meinem Auge. Aua. So, Techtelmechtel. Ist das, zählt das als Techtelmechtel? Weiß es gar nicht. Nee, das... So. Jetzt mischt sie sich einfach wieder unter die Leute und ihr geht's super. Ihr geht's richtig super. Jetzt könnte sie ja nochmal hier tanzen, Moves präsentieren. Pump, Pop. Sie haut richtig auf die Kacke. Und dann können sie ja direkt den nächsten mal kennenlernen. Wer ist er denn Schönes? Kokett vorstellen. Diese Tanzmoves sind so geil. Ich liebe das. Aha, ich bin der Star des Abends. Ach, das klappt doch alles super. So. Ihn könnte sie eigentlich auch mal kennenlernen. Zu einem kleinen Trank nötigen? Nein, das machen wir jetzt nicht. Muss man ja aufpassen, dass sie das nicht in der Öffentlichkeit macht. So. Okay, hat sie sich jetzt schon vorgestellt? Anscheinend. Oh Gott, also sie kriegt auf jeden Fall... Okay. Ja, er ist schüchtern. Er ist schüchtern. Sollten wir erstmal langsam angehen, was? Mike. Er ist ja auch Mike. Sehr selbstsicher. Weil sie... weil DJ die Menge gespürt hat. Oh. Ja, okay, er mag sie nicht. Er scheint irgendwas zu spüren. Er scheint zu merken, dass sie irgendwie komisch ist. Vielleicht hat er auch einfach nur Angst vor ihren Augen oder hat gemerkt, dass sie kalte Haut hat, als sie seine Hände geküsst hat. Aber ihn hier könnte sie doch nochmal unglaubliche Geschichte erzählen. Ups, vielleicht könnten wir auch ein bisschen flirten. Vielleicht will er ja mit nach Hause kommen. Ja, ich glaube, mit dem brauchst du dich gar nicht abgeben. Der hat keinen Bock auf dich. Komm. Hm.
Okay, ich glaube, heute hat sie nicht mehr so viel Glück mit den Leuten. Vielleicht er hier? Jedenfalls so viele Männer kennenlernen wie möglich. Damit wir da hinterher... Okay, er mag sie schon mal nicht. Aber er ist... Mit ihm hat sie auf jeden Fall schon mal was angefangen. Das ist gut. Und dann... Oh Gott. Auf jeden Fall mal irgendwann die Familie besuchen. Irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen. Oder ihn anflirten. Boah, wie sie... Genießer. Behauptenmeister-Vampir. Entschuldigen. Ja, irgendwie klappt es gerade nicht so richtig. Blutrote Befriedigung. Ja, auch lustig, wie sie es halt Plasma nennen und nicht Blut. So, Bonnie, ich glaube, das reicht für heute, oder? Ah, wobei. Oh, Max ist böse. Das könnte ja passen. Anmachspruch. Um Verabredung bitten. Oh. Ich glaube, der mag sie auch nicht so richtig. Okay, für einige Männer ist sie anscheinend ein bisschen zu forsch. Die mögen ihre direkte Art, ihre kokette Art nicht so. Was macht er? Er fragt sich gerade, ob sie nicht mal langsam müde ist. Haben wir nicht noch irgendein Opfer hier in der Nähe? Nee, anscheinend nicht. Ja, schade eigentlich. Hey, er hat sich einfach verabschiedet oder was? Können wir ihn nicht... Ich würde ihn gern mit nach Hause nehmen. Ich würde ihn echt gern mit nach Hause nehmen. Er scheint sich ja auch wieder ein bisschen besser zu fühlen, oder? Die am Abdancen sind hier. So, anscheinend klappt es. Und wir nehmen ihn einfach mit nach Hause. Und gucken mal. Der Mike, der müsste ja noch ein, zwei Stündchen schlafen. Genau, und jetzt gucken wir mal, ist... Oh shit, der ist wach. Dann, wann muss der denn arbeiten? In 3 Stunden schon. Geht's dem denn? Ganz gut. Kann ja mal... Keine Ahnung, guck dir den Film an. Gemetzel im Mondlicht. Was? Roaring Wise. Das klingt nach etwas, was Mike gefallen würde. Sanft küssen. So. Ja, kümmere dich gar nicht um den komischen Typen da. Das ist nur mein Mitbewohner. So, Ja, er kriegt das jetzt so nebenbei so ein bisschen mit und wundert sich jetzt, was sie da macht.
Er wusste halt gar nicht, dass sie so ein sich so in Schale wirft. Hat er ja bisher nicht mitgekriegt. Romantik. Mutiger Anmachspruch. Und gestehen, sich angezogen zu fühlen. Beziehungsweise würde ich, glaube ich, ganz gerne mit ihm hier plaudern. Komm mal mit in mein Zimmer, da sind wir ein bisschen ungestörter. Ah, shit, ja genau, die Tür, ja. Da war ja was. Zutritt gestatten. Aufschließen. So. So, jetzt zusammen hier hingehen. Zusammen hier hingehen.